Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fallout 4 auf meinem Kanal. Ja, ich soll hier mit dem Bürgermeister reden, mit dem Ghoul Hancock. Aber der will mit mir nicht reden, also nicht das, was ich machen will. Das ist blöd. Hey, kommt alle Schau ich her. Nochmal. Ich habe euch was Wichtiges zu sagen. Keine Hektik. Nehmt euch genügend Zeit. Ja, komm, ich habe Zeit. Einen Spaziergang. Euer furchtloser Anführer geht auf Reisen, um den Dreck zu spüren und nicht zu vergessen, wie es sich anfühlt. Du kannst nicht gehen, Hancock. Wir brauchen dich. Hey, im Geist werde ich immer hier sein, mein Guter. Good Neighbor und ich, wir sind miteinander verbunden. Aber es ist wie in einer... ...eine Beziehung. Manchmal muss man kurze... ...zeit getrennt sein. Die Sache abkühlen lassen. Sich daran erinnern, wer man ist. Deshalb gehe ich. Ich bin immer noch euer Bürgermeister. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Aber ich muss mal wieder aus meinem bequemen Leben raus. Denn wir alle wissen, dass es sich niemand an der Macht zu lange bequem machen darf. Welche Stadt ist die beste im Commonwealth? Wo kann man frei leben? Ohne Vorurteile. Für das Volk. Und sorgt dafür, dass das keiner vergisst. Hancock ist bereit, mich zu begleiten. Jawohl. Hancock. Also, bist du bereit, loszuziehen? Willst du reisen? Lust, gemeinsam zu reisen? Ich könnte wohl ein paar Probleme mehr gebrauchen. Ich will die nicht mitnehmen, ich will mein Strong behalten. Legen wir los. Na klar. Cool, guter Kämpfer. Strong zustimmen. Ihr Mutanten seid wohl doch nicht ganz so dumm, was? Abbrechen. Hey. Was soll ich tun? Moment. Hey. Ja? Hancock? Böse Jungs umnieten und Visitenkarten zurücklassen. Das macht vielleicht Spaß. Aber du bist da in etwas weitaus Größeres reingeraten. Diese Kerle, die du für Kenny ausgeschaltet hast, die arbeiten alle für dasselbe Arschloch. Und dieses Arschloch will auf die alte Art Rache nehmen. Alles klar soweit? Wer ist das Arschloch? Wer ist dieses Arschloch? Er heißt Sinjin. Er hat zwei Raider-Outfits so verändert, dass sie unheimlich aussehen. Ist ein kleiner Fisch, aber wenn keiner auf ihn aufpasst. Ich weiß zufällig, wo ein paar seiner anderen Leute sind. Smiling Kate ist außerhalb von Bunker Hill unterwegs. Und Norway hat eine Bude drüben bei Prospect Hill. Wenn du die beiden ausschaltest, können wir vielleicht rausfinden, wo ihr Boss steckt. Good Neighbor würde ruhiger schlafen, wenn er weg vom Fenster wäre. Erzähl mir über ihn. Erzähl mir mehr über ihn. Raider sind ja schon gnadenlos. Aber Sinjin spielt noch in einer ganz anderen Liga. Hat ein paar Farmen dem Erdboden gleichgemacht. Eigene Leute und ein paar Feinde verbrannt. Aber davon abgesehen weiß niemand was. Wenn du ihn jetzt nicht erledigst, ist in ein paar Jahren vielleicht eine ganze Armee nötig. Der Gemeinschaft helfen. Für ein wenig gemeinnützige Arbeit. Du bist echt in Ordnung. Kümmere dich um Sinjin, dann werde ich mich erkenntlich zeigen. Alles klar soweit? Töte Smiling Kate und Northy. Okay. Dann schauen wir mal, ob du so gut bist wie Strong. Weil Strong ist richtig geil. Der haut die Viecher um. Macht mehr Schaden als ich. Strong ist mein Retter in der Not.
Wenn du nicht mindestens genauso gut bist, wirst du gleich wieder ersetzt, Kollege. Gleich wieder nach Hause mit dir. Strong ist schon echt geil. Vielleicht liegt es aber auch nur daran, dass ich ihm den Hammer gegeben habe. Deswegen macht er so viel Schaden. Aber egal, er macht viel Schaden. So oder so. Das gefällt mir. Angeblich bezahlt Bunker Hill die Raider, statt sie einfach zu erschießen. Wo bleibt? Hier haben sie sich aber tief eingegraben. Soll ich da schnell hingehen und mit ihr reden? Ich bin so froh, dass ihr alle kommt. Wenn das nicht der Junge Frau hinter dem Kostüm ist. Das war aber nicht nett, Mr. Shroud, meine Freunde mit deinen Visitenkarten so nervös zu machen. Du hast sieht aus wie Joker. So, ein bisschen. Aber jetzt werden wir dein gottverdammtes Herz rausreißen! Schauen wir mal. Habe ich Strong und den Typen am Start? Sind da gerade beide gewesen? Kämpfer, seien jetzt Strongs Anführer. Fist sein schlechter Anführer. Strong sein froh, dass er weg. Komm ich da hoch? Ja. Ach so, das ist die Supermutantenbude, da war ich doch schon. Weg hier! Lass dich nicht verstecken. Weg hier! Nice! Nicer, nicer! Boah, like, der ist so lange gelaufen zu mir und dann wird er was zerfetzt. Alter, Schrotflinte, der Typ. Ah! Die macht gegen Supermutanten viel Schaden, gegen den Rest nicht so viel. Stirbt er da oben mal? Kuckuck. Du da sein, nicht verstecken. Das wäre ein Alter. Passt.
Du da oben. Oh, bitte. Was macht der für ein Mist? Tod endlich. Hier. Ups. Das wollte ich nicht. Scheiße. Okay. Sie wurden einfach gekillt. Aber nicht von mir. Ich bin unschuldig diesmal. Schreibmaschine kann die behalten. 100 Meter von mir entfernt. Na, Strong, was geht ab? Da hoch, jawohl. Da vorne wird schon wieder geschossen. Wer oder was ist hier? Leibwächter, 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 Leibwächter. Mhm. Oh Mann. Stirb. Oh Mann. Leibwächter, von was sind Leibwächter? Komm, Headshot. Schade jetzt, komm. Das muss doch mein Ziel gleich hier sein, oder? Noch einer? Leute, ich treffe ihn aber nicht. Der läuft einfach nicht, ich treffe ihn aber nicht. Hier. Ich hab doch eine Mine ausgewählt, oder? Splittergranate.
Tja, da hat jemand richtig zerfetzt. Ah, da noch was. Munition. Ja, ja. Da kommt was. Achtung. Boah, leck. Pack deine Waffe wieder ein. Ist das alles? So macht. Was macht der Raid auf einmal? Auf einmal ist da einfach ein Raider, so mittendrin, im Geschehen. Stündchen schlafen, dann mal wieder volles Leben. Und ich dachte, das Geile ist halt, der Typ wartet. Kronkorken, Plastikmesser, Lasermuskete. Verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Das ist doch nice. Den hat er geil umgenietet. Das war richtig geil. Such bei der Leiche nach Hinweisen. Bei Northy. Finde Silver Shroud. Das finde. Da. Ich spül mal ab hier. Kendra und Yelancy sind tot. Silver Shroud ist dafür verantwortlich. Northy, Sinjin will, dass du weiter rekrutierst. Wir brauchen mehr Leute, nachdem wir uns mehr Bosse gekümmert haben. Du solltest also besser nicht versagen. Er nimmt sich der Sache persönlich an. Er wird dem coolen Freund von Shroud und dem Neighbor einen ganz besonderen Besuch abstatten. Yes. Ach schon, der läuft da um die Ecke und auf einmal sind da vier Gegner. Was soll der Scheiß? Das stimmt. Indem sie einfach anwesend waren. Das war ihr größter Fehler. Gehen wir nochmal heilen. Dam, dam. Gehen wir mal aufs Dach, oder? Sieht doch verlockend aus. Toll. Safe, aha, der Northy hat ein Safe. Oh Mann, abgebrochen. Schön. Okay, wo will er hin? Damit zu Good Neighbor. Was will der in meiner City, Mann? Was will er da? Den werde ich mal jetzt einen zweiten Mund schießen und ein drittes Nasenloch. Je nachdem, von welcher Seite ich ihn erwischt. Vorne oder hinten. Trautes Heim, Glück allein. Warst du schon mal in Diamond City? Gib gute Nudeln da, aber die Leute sind arschlecht.
Schauen wir mal, wo der Kent ist. Der blöde Kent. Werde ich abballern. Ich sag's euch. Durchsiebe ich wie ein Schweizer Käse den Kollegen. Du bist es. Oh, Sugar, ich hab Kent immer gesagt, dass dieser Heldenmist euch beide noch ins Grab bringt. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist Kent? Was ist der Kent? Wo ist er? Sie haben ihn. Raider. Nichts als Mordlust in den Augen. Wir hatten keine Chance. Als sie ihn mitnahmen, haben sie dir eine Botschaft hinterlassen. Hör einfach Kents Radiosender. Sie wird ständig wiederholt. Shroud, lass mich nicht warten. Wir haben noch einiges vor. Neuigkeiten von Silver Shroud. Falls ihr es noch nicht wisst, Kendras Schreckensherrschaft ist Geschichte. Sie wird nicht... Was? Oh Gott, was ist denn jetzt los? Auf die Knie, Drecksack! Weiter? Wo muss ich jetzt hin? Ich will doch nur wissen, wo ich hin muss. Ein paar Raider in den Arsch zu treten. Was soll das? Warst du schon mal im Kill or be killed? Alles klar. Haben da echt nette Waffen. Das ist also Shrouds Hauptquartier? Dann bist du sicher Silver Shrouds kleiner Freund. Oh Mann, du gehörst doch nicht zu diesen Diamond City Typen, oder? Wenn du deinen Freund lebend wiedersehen willst, Shroud, komm ins Milton General Hospital. Tu's nicht, Shroud, das ist eine Falle. Rette dich! Tu es, Shroud, tu es! Mein Knie! Tick-Tack, Shroud. Lass mich nicht warten. Wir haben noch einiges vor. Neuigkeiten von Silver Shroud. Falls ihr es noch nicht wisst, Kendras Schreckensherrschaft ist Geschichte. Okay, der wartet auf mich. Bin schon auf dem Weg, Kollege, bin schon auf dem Weg. Muss ich den Radio wieder ausmachen, weil die labern zu viel. Für meinen Geschmack. Außer er ist automatisch aus, aber das weiß ich nicht. Sie werden still hier. Hier war ich schon. Alles cool. Aber da vorne war ich noch nicht, nee. Ich bin ja schon am Ziel. Da sind Supermutanten, okay. Schaffe ich den oder schaffe ich den nicht in den nächsten 6 Minuten? Mal schauen, wie groß das Krankenhaus ist. Das ist nur das Wartezimmer. Mit dem Leid anderer war wohl echt gut Geld zu machen. Vorsicht, man kann nie wissen, wo das herkommt. Da hast du allerdings recht, ja.
Skalpell. Das muss irgendwann mal ein Ende haben. Aber erstmal muss ich sehen, was getan werden muss. Das hast du doch auch gesehen, oder? So was in der Rede, das ist nichts. Jetzt. Alter, gib mir voll den Damage. Blöder Veteran, du. Jetzt. Hat sich sehr gut geschlagen, Bruder. Ja, aber nur intelligent. Wenn ich dich erwische. Ist dir gerade eine Mine gelaufen irgendwo? Sag mir bitte ja. So geil. Brauchst dich nicht verstecken, ist bald alles vorbei. Nichts mehr zu sehen von ihnen. Eine Dusche. Sauberes blaues Kleid. Habe ja nur die Möglichkeit hier rein. Kommst du? Jawohl. Verbessertes Schloss. Lächerlich. Schafft. Safe, Experte, schon nicht schlecht. Aber für mich cool. Trotzdem lächerlich. Wisst ihr was, Leute? Ich beende in diesem kleinen Vorraum die Folge. Und in der nächsten Folge retten wir Kent. Und erledigen die Raider. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und ihr schaltet auch bei der nächsten Folge wieder ein. Bis dahin. Ciao.